Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Haul für euch und das sind jetzt keine Drogeriemarken, sondern Kaimana, Amazon, Cosmic Brushes, Purish, Look Fantastic, bei Beauty Bay oder Beauty Bay, Sephora, ne? Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe das Ganze jetzt so ein bisschen sortiert von unbekannt bis bekannt und ich würde auch dementsprechend einfach mal mit dem Unbekanntesten wahrscheinlich starten. Aber wenn ihr mich schon länger schaut, dann kennt ihr die Marke Kaimana Beauty, denn da habe ich ein kleines Päckchen bekommen. Ich hatte nämlich mit der Ansprechpartnerin dort geschrieben, nachdem wir unsere Kooperation hatten und da habe ich ihr so ein paar, weiß ich nicht, mache ich manchmal einfach, ne, dass ich dann so ein kleines Feedback nochmal schreibe und habe ihr dann gesagt, Mensch, eine mega coole Idee wäre doch, wenn du irgendwie so Travis-Sizes von den Produkten rausbringen würdest, die man dann jetzt auch Richtung Reise ganz gut verwenden könnte. Und ja, da halt zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt drehe, auch kurz bevor der Kreta-Trip steht, hat sie mir ein kleines Kärtchen geschrieben, liebe Claudi. Eigene Reisegrößen kann ich bei Kaimana gerade noch nicht anbieten, aber damit du nicht auf deine gewohnte Haarpflegeroutine verzichten musst, habe ich dir dein persönliches Travis-Set zusammengestellt. Ich wünsche dir viel Freude auf Griechenland, lieben Gruß Jasmin. Und ich habe gesehen, tatsächlich auch bei Nicole, bei Chiquitas Place, bei Amelie und auch bei Melly, dass die auch diese Sets bekommen haben, was ich so schön finde. Und ja, da hat sie mir einfach ein Travis-Set zusammengestellt. Ich finde es großartig und sag vielen lieben Dank. Tatsächlich werde ich das ein oder andere davon auch mitnehmen und freue mich da sehr drüber. Und ja, vielen Dank, lieber Jasmin. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr damit, ich glaube, Herla Claudi 15 auch sparen. Ne? Das müsste auch noch aktiv sein. Richtig süß. Und ja, dann habe ich bestellt bei Elanelo, also bei Özlem, Elanelo Shop. Da gibt es ja das Lashlim zum Beispiel, was ich jetzt hier nochmal mir nachbestellt habe. Finde ich großartig, verwende ich für meine Augenbrauen. Ne? Das ist nicht günstig, kostet glaube ich 69,95, aber es hat halt eine ordentliche Wirkung. Und jetzt habe ich halt wieder Nachschub, denn aktuell verwende ich halt einfach nur ein Augenbrauenpflegeprodukt, also mit Ölen. Und das hier hat halt auch Hormone drin. Sieht abgefahren aus, ne? Hier mit dem Krönchen drauf. Das ist schon hübsch und ein sehr, sehr empfehlenswertes Produkt. Viele verwenden es auch für die Wimpern. Da ist bei mir tatsächlich das Grande Lash noch ein Tick besser. Aber das ist einfach eine persönliche Präferenz, ne? Dann habe ich mir auch noch bei ihr bestellt oder nachbestellt den Schwamm. Den habe ich nämlich letztens auch noch in Anwendung gehabt und habe gemerkt, wie gut ich den finde. Das ist hier einfach ihr ja, Blendlim heißt der, ne? Richtig guter Schwamm. Und dann kriegt man dazu auch immer so ein paar Süßigkeiten und ein kleines Kärtchen, was ich richtig cool finde, ne? Dann habe ich bestellt bei Cosmic Brushes, die haben nämlich eine neue Palette gelauncht gehabt, Winter Wonderland, beziehungsweise ein Relaunch, die ist jetzt wieder verfügbar gewesen. Und ich hatte letztens die, ich glaube, Serenity Palette oder so drauf und ihr wart vollkommen außer euch. Ihr habt euch so darüber gefreut, wie geil der Look aussah. Und der sah auch sehr gut aus, weil die Qualität einfach der Hammer ist. Und hier habe ich jetzt diese Palette, die ist halt wirklich sehr in die bläuliche Richtung, ne? Da hat man wirklich auch schon sehr vorgegeben, in welche Farbrichtung es geht, aber auch ein bisschen Grünes mit dabei, sehr, sehr viele Duochromes und es sind tolle Paletten. Also wenn dort welche verfügbar sind, schlagt definitiv zu, kann ich euch empfehlen. Das ist so eine Indie-Brand, also quasi eine relativ unbekannte Marke, so, ne? Ja, die haben halt immer krasse Schimmer und so Töne. Ich denke auch, dass ich aus diesem Video, was ich hier filme, einiges mitnehmen werde für ein Fullface oder so, ne? Mal gucken. Dann habe ich bei Amazon mir nachbestellt mein Haaröl, Londa Professional, das Velvet Oil. Ich habe euch ja immer wieder einen vorgeheult, dass es so teuer wäre. Ist es auch, aber da ich quasi am Schneiden war, habe ich dann auch mal bei Amazon geschaut und habe gesehen, dass es gerade irgendwie super krass reduziert war. Ich glaube um die Hälfte. Und dann habe ich mir das gekauft. Das ist nämlich ein Haaröl, was ich mir dann morgens in die Längen und Spitzen so reingebe. Und ich habe es heute Morgen reingemacht. Gut, wir haben es auch schon 20 nach 9, ne? Abends. Und man sieht es halt so nicht drin. Trotzdem sind die Haare richtig schön gepflegt und das finde ich klasse. Und deswegen brauche ich da definitiv Nachschub. Ja, ich glaube, bei uns kennt man dann tatsächlich unser Ort ein bisschen weniger. Ich würde sagen Beauty Bay. Deswegen gehe ich jetzt auch zu Beauty Bay. Da gab es einmal dieses süße Set. Das ist die The Iconics Pink Party Revolution. Mit einem Fixing Spray, einer Lidschattenpalette, einem Puder und einem hier Lipgloss. Das ist ein ganz, ganz tolles Geschenkset, finde ich persönlich. Und es war halt auch super krass reduziert, deswegen habe ich das deswegen mal mitgenommen. Ne? Wahrscheinlich zum Verschenken dann demnächst mal. Und dann habe ich dort LH Cosmetics gefunden. Da gab es eine neue, die ich bei Purish noch nicht gesehen habe. Und da habe ich den Glowerizer Me Time
bin ja also den Glowel Riser in der Farbe Me Time mitgenommen. Das ist dieser hier. Also Linda Hauberg hat mich sofort angesprungen, sage ich jetzt einfach mal. Und den wollte ich dann mal ausprobieren. Ne? Kannst du im Gesicht verwenden, auf den Lippen, auf den Augen. Veganes Produkt. Also ich mag LH Cosmetics. Die hat ganz, ganz tolle Produkte. Und deswegen fand ich das so interessant. Vielleicht als Primer. Vielleicht aber auch, ja, Moisturize Prime and Boost Glow for a Lid from Within Look. Vielleicht ein toller Primer, den ich dann auch demnächst mal hier mit anwenden kann. Dann habe ich aber auch noch gesehen, dass wir jetzt einen Hydrating Primer bei Beauty Bay Marke selber haben. Deswegen hatte ich nämlich dort auch ursprünglich bestellt, weil ich dazu quasi ein Newsletter bekommen habe. Und ich probiere das ja immer gerne aus. Ne? Ich mag bei Beauty Bay einfach gerne. Das ist der Jelly Grip Primer. Schaut so aus. Und ja, den wollte ich dann einfach mal ausprobieren. Sehr, sehr interessant. Muss ich wirklich sagen, Hydrating und Jelly Grip. Ich hoffe nur, dass er nicht zu sticky ist, aber das werden wir dann gemeinsam mal ausprobieren. Auch was neu war, ist hier dieses Power Grip. Woher hat bei Beauty Bay die Inspiration? Man weiß es nicht. Dewy Setting Spray von e.l.f. Shockingly Fine Mist. Genau, das ist dieses hier. Und ich mag ja gerne dieses Dewy Finish. Ich habe jetzt schon ein paar Reviews dazu gesehen. Da wurde gesagt, dass es halt schon sehr ölig ist, aber ich kann es halt gebrauchen, solange das nicht macht, dass mein Make-up sich allzu sehr verflüssigt. Dann habe ich mir von MAC was bestellt, und zwar so ein Glow Play Blush. Da war ich auch sehr gespannt drauf. Der ist jetzt in der Farbe That's Peachy. Und so ein Peachy-Ton ist halt wirklich auch total angesagt, ne? Und dementsprechend vielleicht auch einfach mal eine interessante Geschichte. Über MAC wird leider nicht mehr so super viel gesprochen, obwohl die halt auch immer wieder, ich kriege gerade nicht auf, das ein oder andere Neue rausbringen. Und deswegen habe ich mir den jetzt einfach mal bestellt. Genauso auch wie diesen Maximal Matte Lipstick in der Farbe Kaviar. Fand ich auch einfach sehr, sehr interessant. Und wollte den dann ausprobieren. Und dann gab es auch gleich was für Ume mit dazu, ne? Ja, ja, der ist schwarz. Das siehst du halt nicht oft, ne? Und auch so abgefahrene Farben finde ich einfach so cool, sowas im Make-up-Kit zu haben, weil ich kann sowas definitiv gebrauchen. Und so ein Lippenstift, dann getoppt vielleicht mit so ein bisschen Duochrome Lidschatten aus der Winter Wonderland Palette zum Beispiel. Ich glaube, das kann abgehen, ne? So der Plan der Pläne. Dann habe ich mir auch noch ein Backup von der MAC Stack Mascara geholt. Also dieser Haul liegt schon ein ganz kleines bisschen hier. Denn ich habe mittlerweile, ich glaube, zweimal diese Mascara nochmal irgendwie bekommen. Ne? Und ja, genau. Habe sie jetzt halt nochmal im Backup. Finde ich aber sehr gut. Ich mag die. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsmascaras. So eine gute Qualität. Die macht Wawawum Lashes. Du kannst sie richtig schön schichten. Und es macht einfach Freude, damit zu arbeiten. Ne? Deswegen. Und dann hat Revolution noch ein bisschen was Neues rausgebracht. Da habe ich mir zwei Produkte aus dieser LE bestellt. Einmal hier dieses Prism und dieses Neon Pink. Das ist ein Blush. Und ein, upsala, Finishing Powder. So schauen die aus. Und dieses Finishing Powder erinnert mich schon ein bisschen an diesen super gehypten Blush, den man ja so von Dior oder so mal gesehen hat. Das ist ein Aura Blush, ne? Werden wir mal zusammen ausprobieren. Und dieses Finishing Powder erinnert mich an das von Love, weil das halt auch so verschiedene Farben so mit drin hat. Ganz interessant. Auch etwas, was, also bei Beauty Bay hat einiges neu rausgehauen, sind diese Liquid Highlighter. Den habe ich mir jetzt hier in der Farbe Pearl gekauft. So schaut der aus. Und den werden wir zusammen mal ausprobieren, ob der glitzerig ist oder ob der einfach so ein Glow from Below gibt. Wobei ich so auf den ersten Blick jetzt nicht irgendwie super viele Glitzerpigmente sehe. Hat auch die ähnliche Verpackung wie jetzt der Liquid Blush zum Beispiel. Und da gibt es auch nochmal ein neues Produkt von bei Beauty Bay, die Make Face Palette. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Weil damit könnte ich mir jetzt eine Foundation quasi basteln. Muss ich mal gucken, ne? Conceals in Camouflages, also das könnte vielleicht meine Farbe sein, mal schauen. Ansonsten haben wir nämlich hier auch noch einfach so ein Creamy Weiß mit dabei, also das ist alles creamy, ne? Da haben wir einen Highlighter, wir haben Blushes, wir haben Bronzerfarben, aber hier auch nochmal Blush mit am Start, also da kann man wirklich eskalieren. Und das war so meine Idee, dass ich mir jetzt meine eigene bei Beauty Bay Foundation mache, weil da warte ich ja immer noch drauf, ne? Dass die auch mal so langsam mit einer Foundation um die Ecke kommen. Und weil ich so viel von MAC bestellt habe, gab es auch irgendwie noch ein Ei mit dabei, das fand ich auch sehr süß. Das ist dieses hier. Ja, die haben manchmal so Goodie-Aktionen oder sowieso Rabattaktionen, ne? Da freut man sich dann. Da habe ich auch nochmal die MAC Stack drin. Fresh Canvas, das ist ein Cleanser. Klar, den können wir ganz gut gebrauchen, wenn wir uns schminken, dass wir uns auch abschminken. Dann habe ich hier auch noch ein That's
Nein, Thanks It's MAC 540, ein Lustreless Lipstick. Das ist ja eigentlich das Finish, was ich persönlich von MAC mitunter am besten finde. Wie gesagt, hier noch eine MAC Stack Mascara in einer etwas kleineren Variante, ne? Und dann habe ich hier auch noch ein Eyeliner in dunkelbraun, Sick Tat Bro. Okay. Ja gut, es ist halt irgendwie so zu Ostern so eine kleine Aktion gewesen, dass es das dann zugab. Finde ich ganz niedlich, ne? Da freut man sich doch eigentlich, wenn man dann was bestellt, dass man da irgendwie noch was als Goodie mit dazu bekommt. Das beschwert man sich nicht. Und dann ist so ein Ei mit dabei. So nämlich. Als nächstes ist, glaube ich, tatsächlich für mich dann Look Fantastic hier. Da habe ich mir eine Foundation gekauft. Das ist die neue von MAC, die in der neuen Formulierung ist. 24-Hour Matte Foundation, bin ich sehr gespannt. Oil Control. Ob die für mich passend ist, ne? Also auch vom Finish her. Da müssen wir mal zusammen gucken. Das ist die Farbe NW10. Da muss man ja immer ein bisschen umdenken. Mal gucken, ob die passt. Vielleicht, wenn ich von Kreta wieder zurück bin und etwas gebräunt bin. Mal schauen. Mal schauen. Gut finde ich auf jeden Fall, dass wir hier schon direkt einen Pumper mit dabei haben. Ne? Das ist ja auch nicht selbstverständlich bei MAC. Oder? Oder war das nicht MAC? Nee, das war Estée Lauder, ne? Genau. Dann habe ich auch noch das Yves Saint Laurent Libre mir gekauft, das L'Absolu Platini oder Platin. Denn ich hatte ja diese Duftedition, Fragrance Edition, und hatte das auch schon als Probe mit drin gehabt und ich mochte den Duft. Der riecht schon sehr, sehr intensiv, ne? Das ist wirklich ein Abendduft dann auch für mich, aber er ist wunderschön. Und deswegen musste der mit und da hatte ich ja quasi diesen 60-Euro-Gutschein und davon konnte man sich dann halt was kaufen und das habe ich getan. Das ist abgefahren, ich weiß. Also ich denke, dass ich das dann auch in dem Schminki noch irgendwie mit reinbringen kann. Das ist schon sehr, sehr hübsch, ne? Also der Flakon ist jetzt nichts zum Verreisen. Das würde ich mir dann definitiv abfüllen. Ich habe heute schon ein paar Parfums draufgesprüht, aber egal. Ja, ein Sprüher reicht auch definitiv. Es ist schon ein Duft, der jetzt nicht unbedingt meinen Namen ruft, ne? Aber es ist ein schöner Abendduft, den ich auch mal ganz gerne tragen würde. Weil der schon so ein bisschen was Eleganteres aussprüht. Sonst bin ich hier eher so blumig, verspielt und auch ein bisschen süß unterwegs, ne? Aber das ist halt wirklich so Lady-Duft, finde ich persönlich. Naja, aber das ja, mag ich halt sehr gerne und darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass ich da halt den Gutschein hatte und das dann halt entsprechend einlösen konnte. Das war die Look Fantastic Bestellung. Dann gehe ich mal zu Purish. Da habe ich euch eigentlich alle Produkte auch schon im Einsatz gezeigt. Zum einen habe ich hier diese ganzen neuen Lippies. Das sind die Beyond Blurry in Aphrodite, in Saint, also Saint, in Divinize, in Dea. Also wunderschöne Verpackung auch. Ich blende euch auch mal die Swatches parallel mit rein. Dann auch noch in Nocturne. Und in Celeste. Das sind halt wirklich matte Produkte. Ne? Also die sind nicht so super totmatt auf den Lippen, aber sie sind schon sehr, sehr matt. Die sind aber super langanhaltend. Das darf man nicht vergessen. Das ist schon sehr intensiv. Und dementsprechend ist das halt auch ein guter Abendlippenstift, finde ich persönlich. Dann hast du auch noch diese wunderschöne rosa Verpackung, die dann auch so blurry von außen ist, was einfach total zum Namen passt. Also sehr hübsch. Und ich meine, dass ihr jetzt aktuell mit Claudies Welt 10 darauf sparen könnt oder Claudies Welt 15. Ich glaube nicht, dass ich das noch im Mai hochladen kann. Nein, im April. Ich denke, Claudies Welt 10 gilt da aktuell drauf, sodass ihr 10% auf die Neuheiten, die ich euch jetzt auch zeige, bekommen könnt. So auch auf die Luna Beauty Moon Shroom Limited Edition. Da habe ich hier einmal diese drei Lipglosse. Die habe ich euch auch schon live in dem Video gezeigt, ne? Tatsächlich ist das hier mittlerweile mein Liebster. Das ist dieser Flora. Genau, ich wollte gerade Frosted sagen. Das hier ist eine schöne Farbe, der Ella. Aber ne, ist halt eigentlich durchsichtig mit ein bisschen Glitzer drin. Und Soul ist eigentlich wirklich zu jedem Look passend, weil das so ein schöner Neoton ist, aber ich mag von Flora dieses leicht milchige. Das finde ich einfach besonders und das finde ich hübsch. Eine Mascara, die ich jetzt nicht so hart gefeiert habe, ist hier von Misauda die Femuline Mascara. Vielleicht muss ich die einfach noch ein bisschen eintuschen, ich weiß es nicht. Die hat auf jeden Fall nicht so mega krass überzeugen können, wie das zum Beispiel die Big and Thick Lashes machen konnte. Ne? Das ist so meine persönliche Einstellung dazu. Trotzdem eine schöne Mascara. Die hat ein bananenförmiges Gummibürstchen, was einmal so ausschaut. Also per se wunderschön, aber wie gesagt, da mag ich die Big and Thick Lashes etwas lieber. Ich glaube, es ist auch eine Präferenzgeschichte. Ja, dann habe ich halt noch die beiden Paletten aus der Moonshroom Collection. Einmal habe ich hier die Highlighter-Palette, wo ich mir so sehr wünschen würde, dass die halt quasi, also dass hier die Töne einzeln rauskämen. Ne? Also dass man halt quasi nicht das so als Palette sich kaufen, in Anführungsstrichen, muss,
Wunderschön, gar keine Frage. Das ist ein absoluter Schatz in der Sammlung, ne? Aber, und das ist halt das Thema, ich kann halt auch nicht jeden einzelnen Ton davon tragen. Und auch den Blossom als Blush kann ich nicht tragen, weil der einfach zu Gold für mich ist, weil ich halt nicht nur blass bin, sondern halt auch sehr kühl vom Hautunterton, neutral bis kühl. Das heißt, die Goldschimmer, die da mit drin sind, sieht man sehr intensiv. Wohingegen der Sugar perfekt für mich ist. Also der als Highlighter wäre ein Traum. Naja, also ich kann die komplett als Lidschattenpalette verwenden, gar keine Frage, weil die auch sehr, sehr stark pigmentiert ist. Aber wie gesagt, da hätte ich mir halt gewünscht oder würde ich mir wünschen, dass das dann einzeln rauskommt. Und diese Lidschattenpalette hat die ein oder andere ja nicht ganz so überzeugt, ne? Ich persönlich finde sie Das weiß ich leider nicht. Entschuldigung. Ich persönlich finde sie mega. Die Farbkonstellation finde ich großartig. Also das Packaging ist ein Traum, gar keine Frage, ne? Und die Farbkonstellation finde ich mega. Ich finde, dass man damit sehr, sehr schöne Looks schminken kann. Auch unterschiedliche Looks. Du kannst da auch wirklich sehr sonnengelb bleiben, dass du halt einfach dieses Gelb mit dem Orange ausdunkelst und dann dir so ein bisschen was Goldenes aufs bewegliche Lid gibst. Du kannst in die lilane Richtung gehen, dass du den und den Ton vielleicht zusammen verwendest und den vielleicht auch noch mit integrierst. Du kannst ein bisschen neutraler bleiben, du kannst es aber auch kunterbunt machen. Ich persönlich finde schon, dass die Palette sehr gut pigmentiert und auch von der Qualität her gut ist. Also ich mag sie und freue mich drauf, sie auch viel weiter noch verwenden zu können. Die Vorgängerpalette war halt mehr so die Siren Sunset, mehr in die kühlere oder in die lilane Richtung. Fand ich auch sehr, sehr schön und passend so zu Herbstzeit, ne? Mag ich auch immer gerne noch verwenden. Aber tatsächlich finde ich diese hier ein bisschen ansprechender, weil das halt etwas hellere Töne sind, wobei man hier auch sehr dunkle Looks mitschminken kann, ne? Huch, ja, da kommt mir schon die Liesel-Palette hier entgegen. Die, wie heißt du eigentlich immer noch? Das vergesse ich immer wieder. Mellow Grove. Oh mein Gott. Gott, da habe ich euch auch schöne Looks zugeschminkt und die ist hammermäßig. Ich finde die tatsächlich auch ein bisschen besser als die Moonroom Palette. Und also auch auf die Paletten könnt ihr, ne, mit Claudis Welt 10, 10% sparen. Und hier ist es halt mehr so, dass du definitiv mehr in die grüne, in die mauvige Richtung gehst. Passt aber bei mir sehr gut, weil ich liebe grüne Looks und diese Mauve-Töne. Muss ich tatsächlich dann immer schauen, dass es bei mir nicht zu verheult aussieht, kann ich aber richtig gut kombinieren, eben mit dem Rosa, mit dem Grün auch zusammen, sodass das Ganze halt auch richtig geil aussieht bei mir, ne? Also, die finde ich richtig hammer, hammer, hammermäßig und finde ich noch besser, wobei ich die Moonroom auch hammer finde, ne? Also, beide Paletten empfehle ich immer in Kombination mit dem NYX Glitter Glue, einfach um das Optimum aus den Paletten rausholen zu können. So viel zu Purish. Und jetzt komme ich zu Sephora. Ja, war klar, oder? Dass ich mir das hole. Da gab es halt von, oder gibt es von House Labs die neue Foundation und die wollte ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich fand es ein bisschen schwer, die richtige Farbe für mich zu finden. Ich habe mich jetzt entschieden für die 015 Fair Warm. Da ist ja alles umgekehrt, auch genau wie beim MAC, ne? Mit Warm und Cool und hast du nicht gesehen. Alles ein bisschen wild. So, ich habe da noch gar nicht geguckt, ob die überhaupt vernünftig angekommen ist, ne? Boah, ich rieche gerade auch wirklich die Herznote von dem Parfum und es gefällt mir richtig gut. Also das passt so gut. Boah, die ist so schwer. Damit kannst du echt einen erschlagen. Also da ist der Preis vom Packaging her definitiv schon mal unterstrichen, sage ich jetzt mal dazu. Und da bin ich jetzt gespannt, wie die im Gesicht wirkt. Da wurde ja auch Verschiedenes von berichtet. Das ist ja im Prinzip auch wirklich eine richtig glowy, juicy Geschichte. Und hier haben wir dann eher die matte Geschichte. Guckt euch mal den Farbunterschied an. Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und das machen wir zusammen. Nö, da müssen wir zusammen durch. Ich habe damals House Labs auch bei Amazon bestellt. Das eine oder andere Produkt, das fand ich aber auch nicht so hochwertig und auch nicht so mega krass, ne? Deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe mir erstmal nur die Foundation bestellt. Bin ich gespannt, wie die so performt. Dann hat Sephora noch was rausgebracht und zwar ein Contour-Stick, der ein bisschen gelitten hat beim Transport, sagen wir mal. Aber das ist ja nicht schlimm. Der ist so ein bisschen jetzt in der Verpackung gelandet, ne? Der sieht so richtig schön kühl aus und deswegen habe ich mir den auch bestellt. Fair to Light ist hier die Farbe. Und ja, das machen wir auch zusammen. Auch wenn der hier so ein bisschen dann aus der Verpackung rausgekratzt werden muss, aber das ist dann nun mal so. Und ja, ich freue mich immer drüber, wenn Firmen auch mal neue Bronzer oder so rausbringen, weil ich finde, das sieht man relativ selten, ne? Gerade jetzt im Winter so. Also jetzt wird Frühling, Sommer, aber trotzdem. Und dann habe ich noch gesehen, dass KVD dieses Good Apple Blush Balm Duo hatte. Und ich meine, entweder war das reduziert oder es hat mich einfach so angesprochen. Glass Apple und Gilded Apple sind hier die beiden Farben. Und da bin ich gespannt drauf. Also ich habe ja auch damals nicht mir die Foundation gekauft, weil ich bei so vielen gehört habe, dass sie
viel, 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 viel zu matt gewesen sein soll. Und hier haben wir jetzt einmal die beiden Cream Blushes. Ja, aber das stimmt wirklich, ne? Dafür, dass es halt so eine teure Marke ist, ist die Verpackung gar nicht mal so geil. Also das hat schon ein bisschen nicht mehr so Qualität, wie es mal war. Sieht unfassbar glazed aus hier drin, ne? Das ist ja richtig cool, wird sie gar nicht so reingehen. Also ich werde es auf jeden Fall mit euch zusammen mal ausprobieren. Das sieht so flüssig hier drin aus, aufregend. Und dann schauen wir einfach mal, wie die ganzen Produkte nach und nach in meinem Gesicht performen. Alles gleichzeitig kriege ich natürlich nicht rein. Aber ja, was eine schöne Schätze, Leute. Ich sag's euch, ist natürlich über die Zeit auch gewesen. Ich habe es mir nicht von jetzt auf gleich alles bestellen können. Das ist, ich bin halt kein Goldesel, ne? Hat sich über die Zeit so angesammelt und ich bin sehr, sehr, sehr happy, dass ich jetzt auch ein paar neue Schätze mit euch zusammen ausprobieren kann. Ihr Lieben, schreibt mir gerne in die Kommentare, welches neue Produkt zuletzt bei euch einziehen durfte. Das würde mich interessieren, da lasse ich mich ja auch gerne inspirieren von euch. Und wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.